Hallöchen! Ja, heute mal wieder ein YouTube-Tipps-Video. Ich hatte ja selber eigentlich keine Ideen mehr, was ich noch sagen sollte. Ich habe ja gesagt, ihr sollt, wenn euch was einfällt, in den Kommentaren schreiben, was ihr noch wissen wollt. Und einige Leute haben das getan. Zum einen um Kopfhalterung und zum anderen um Musik. Und das werden wir heute mal ein bisschen versuchen zu erläutern. Aber erstmal Intro. So, das erste Thema, um was es ging, war Kopfhalterung, und zwar wie man die Cam drauf einstellt, also quasi, dass man genau das sehen will, was man aufnehmen möchte. Ich glaube, ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Also, dass man die Kameraposition richtig einstellt, so rum. Ich habe jetzt hier mal eine Kopfhalterung und das nehme ich jetzt mal als GoPro-Ersatz. Und zwar ist es eigentlich ganz einfach, wenn ihr die GoPro so einklemmt, dass sie hier oben gerade aufliegt, also jetzt nicht hier gerade, könnt ihr das sehen? Nicht hier gerade, sondern so im rechten Winkel zu der Halterung hier unten, dann ist sie perfekt gerade ausgerichtet. Wenn ihr nochmal auf Nummer sicher gehen wollt, eigentlich 99% der Action-Cams, jetzt mal unabhängig von GoPro oder sonst was, haben eine App. Dann nehmt ihr euer Handy, installiert die App und könnt dann sehen, wo ihr seid. Dazu müsst ihr aber auf jeden Fall gerade stehen, wie ihr dann auch filmen wollt. Weil wenn ihr dann irgendwie so runter guckt oder so, dann habt ihr natürlich immer ein falsches Bild. Und ja, ich hoffe, also mehr ist es eigentlich nicht. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ja, dann kommen wir mal zum komplexeren Thema. Und zwar mit der Musik. Musik ist bei uns hier in Deutschland ein richtig scheiß Thema. Da hat, glaube ich, jeder YouTuber mit zu kämpfen. Ups. Mit Copyright und GEMA-Problemen und. Ja, das ist auch nicht so einfach. Ich stehe selber ständig vor dem Problem, wie es mit der Musik weitergeht oder welche Musik man nehmen kann. Eins kann ich euch auf jeden Fall sagen, ich mache ja YouTube jetzt schon seit, glaube ich, 2007 oder sowas. Eins kann ich euch auf jeden Fall sagen, es gibt ein paar Möglichkeiten, aber da muss man halt wirklich Abstriche machen von dem, was man sich eigentlich vorstellt. Das ist leider so. Ich würde viel lieber ganz andere Musik nehmen als mein bisherigen Videos, aber meistens ist es halt nicht möglich aus GEMA-Gründen oder aus Copyright-Gründen halt, weil die Künstler halt zu 99% nicht wollen, dass die Musik für irgendwas verwendet wird, von was sie nichts wissen, beziehungsweise die Plattenfirmen, weil sie damit ja nichts verdienen und bla bla bla. Es gibt auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten, auf jeden Fall ist eine gute Möglichkeit und vor allem eine kostenlose Möglichkeit die YouTube-Library. Das ist, wenn ihr auf Videomanager oben klickt auf eurem Kanal und dann ganz unten bei, oh, wie hieß denn das, Video Editor oder sowas, das ist dann so eine Library oder könnt ihr auch googeln, da kommt ihr direkt dahin. Da sind so ein paar Lieder dabei, das wird auch ständig aktualisiert. Das ist auf jeden Fall eine kostenlose Möglichkeit. Dann habt ihr noch eine Möglichkeit, wenn ihr in einem Netzwerk seid, da gibt es auch immer freie Musikwahl. Wenn ihr wissen wollt, was ein Netzwerk ist, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich darüber auch nochmal ein Video. Dann gibt es natürlich Kanäle, die copyright-freie Musik anbieten. Das würde ich euch aber nicht empfehlen, weil ich habe das jetzt auch oft getan und wurde dann bitter enttäuscht, weil das Problem ist, es ist meistens von Bands. Also da gibt es zwei Probleme. Meistens sind das Bands halt aus Amerika oder halt in der Region. Da ist dann wieder das Problem mit der GEMA, weil dies aus anderem Land kommt und die keine GEMA-Rechte hier haben. Damit kann das keiner schauen, der eine deutsche IP hat. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, das sind meistens Bands, die noch keinen Plattenvertrag haben. Sprich, wenn die Bands irgendwann einen Plattenvertrag bekommen, sind die nicht mehr copyright-frei. Und dann kriegt ihr einen Strike oder, naja, einen Strike vielleicht nicht gleich, aber euer Video wird dann nicht mehr
ausgestrahlt oder ihr verliert die Monetarisierung oder ihr bekommt einen Strike oder. Wenn es ganz scheiße läuft, kriegt ihr sogar noch eine Anzeige. Das ist halt immer die Sache bei diesen Copyright-Kanälen. Deswegen empfehle ich euch, geht oder besucht Bands oder DJs oder wie sie sich auch immer schimmen. Sucht die auf YouTube, schreibt die an, sagt, hey, hier, ich mache YouTube-Videos, kann ich deine Musik verwenden oder deine Beats oder was auch immer. Ich packe dafür jedes Mal deinen Link in die Videobeschreibung, bla bla bla. So mache ich es zum Beispiel auch mit einigen Leuten. Ich habe von vielen mittlerweile die Erlaubnis, ihre Musik zu verwenden. Ja, das ist halt so eine Möglichkeit. Auf jeden Fall ist das so die beste Möglichkeit. Bei vielen steht auch, müsst ihr mal in der Videobeschreibung gucken. Bei manchen steht zum Beispiel drin, dass ihr die Musik verwenden könnt, wenn ihr das und das macht halt. Das ist auf jeden Fall so eine Möglichkeit. Was gibt's noch? Was kann man noch machen? Ihr könnt natürlich auch Musik kaufen. Das geht natürlich auch. Da gibt es genug Seiten für und genug Portale, wo ihr Musik euch kaufen könnt. Zumindest die Lizenzen für die Musik, dass ihr die benutzen könnt. Aber da sage ich euch gleich, das ist verdammt teuer für YouTube. Also für einmalig geht das, glaube ich, meistens so bei 45 bis 75 € los. Wenn ihr es einmal verwenden wollt, wenn ihr dann auch noch eure YouTube-Videos monetarisiert, sprich ihr verdient damit Geld, ist das eine kommerzielle Nutzung und dann wird es richtig teuer. Also dann kann so ein einzelnes Lied schon mal gut und gerne 1.000 € kosten. Das ist kein Scheiß, das ist echt so. Ich habe da schon viel mich mit befasst. Es ist halt echt schwierig, was Musik angeht bei YouTube. Ist echt kacke. Das liegt aber weder nicht so direkt an YouTube, sondern eher so an unseren Staat, da die ja an allem sämtlichen Scheiß Geld verdienen wollen, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Also wie gesagt, die einfachste Methode ist halt bei YouTube, in der YouTube-Library, die YouTube zur Verfügung stellt. Wie gesagt, das wächst auch ständig. Ich habe da auch schon ein paar Mal welche benutzt. Ansonsten, ja, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen geholfen für die Leute, die da nicht sich nicht so mit auskannten oder die es vielleicht gar nicht wussten. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Alles rausschneiden, wenn wir das wollen. Da haben wir hier so eine Rasierklinge. Das ist im Prinzip bei jedem gleich. Diese Rasierklinge ist nahezu bei jedem Programm. Das ist jetzt bei jedem Video im Prinzip gleich. Ist auch bei Tisch.